Von daher, aber ich finde, es funktioniert. Ja. Ich bin positiv überrascht und dazu stehe ich auch. Ja, warten wir noch mal ein, zwei Minuten, bis die ersten reinkommen, dann können wir loslegen. Von daher, ich hatte es, weil anders vorgestellt, aber im Negativen. Aber es ist ja positiv. Da kommen sie alle reingestürmt. Alles klar, oder? Moin Christian, moin Rot. Andrea, ich hoffe, es geht dir soweit gut. Roman, auch du sei gegrüßt. Okay, fangen wir mal an. Also heute live aus dem Hotel in Bremen im GVZ. Heute als Gast René Robrecht, einer aus unserer Truppe, beziehungsweise auch mittlerweile eine gute Spezie geworden. Du darfst auch was sagen. Mahlzeit alle zusammen. Okay. Wie der Name schon sagt, wir sind heute hier im Hotel. Ich habe gesagt, ich möchte es testen. Ja, es gibt schon verschiedene Tests davon, ist richtig. Aber die waren alle angemeldet. Und da ich ja eigensinnig bin, habe ich gesagt, es ist unangemeldet, macht mehr Sinn. Ich habe auch meine normalen Kosten dafür bezahlt, also alles easy. Was mir auffällt ist, ich bin positiv überrascht. Also dieses Hotel, nenne ich es jetzt, ist wirklich von innen her, vom Aufbau her, sehr gelungen. Es ist nicht billig, es sieht hochwertig aus, es ist auch vom Prinzip her gemütlich eingerichtet. Man hat helle Holzfarben. Ich kann es einmal kurz runde drehen hier. Man hat seine hellen Farben. Es ist schönes Holz angerichtet. Also ich kann mich jetzt definitiv diesbezüglich nicht beschweren. Da muss ich auch mal dem Herrn Christian Theissen dann mal sagen, gut umgesetzt. Also ich kann nur sagen, Hut ab davor. Es gibt dann negative Aspekte. Die Fahrer würden verwöhnt, wenn sie sowas buchen können. Warum sollen wir Fahrer uns nicht mal was gönnen? Du hast hier alles, was du brauchst. Du hast hier deine Dusche, du hast deine sanitären Einrichtungen, du hast ein vernünftiges Bett, du hast klimatisiert. Es gibt Satellitenfernsehen, Stromanschluss, es ist alles da. Gut, viele werden jetzt wieder meckern, weil hier Rauchverbot ist. Ich persönlich kann damit sehr gut leben, weil ich muss nicht rauchen unbedingt, wenn ich im Bett liege. Wie auch immer. Ich hatte jetzt auch mit Christian, mit dem Geschäftsführer von Rotel gesprochen heute. Sehr sympathischer Mensch, auch sehr ehrlich, sehr offen. Und nach dem Gespräch haben wir auch gesagt, dass wir dann auch mal zusammen was erarbeiten, vielleicht auch gemeinschaftlich ein bisschen Werbung machen, Promotion, wie auch immer. Ich persönlich sage, finde ich gut, finde ich klasse. Daumen für mich ganz klar nach oben. Wie gesagt, ich kann nichts Negatives entdecken. Ich habe heute geduscht und die Dusche ist mit im Raum mit drin, aber du hast trotzdem keine Feuchtigkeit, weil die Klimaanlage dir direkte Feuchtigkeit wieder rauszieht, beziehungsweise es gar keine Feuchtigkeit zulässt. Was will man mehr? Das Drumherum, der Standort von dem Rotel gefällt mir persönlich nicht wirklich. Die Stadt Bremen hat hier einen Standort zur Verfügung gestellt, wo ich sagen muss, passt nicht. Definitiv nicht. Weil das GVZ, die Bremer Leute wissen, wie es hier ist, beziehungsweise was es hier ist. Hier fehlt mir die Anbindung an öffentliche Einkaufsmöglichkeiten. Ein Imbiss wäre nicht schlecht gewesen fürs Wochenende. Das Backhaus, war ich gestern drin, habe kurz geschaut, die sind leider am Wochenende nicht dort, also vor Ort, genauso wie der Imbiss hier nicht. Wochenende ist hier zu. Was mich persönlich stört, ist, persönlich Busverbindungen in die Stadt gibt es nur unter der Woche oder an Samstagen an 3 Stunden innerhalb der 24 Stunden gibt es an 3 Stunden im Vormittag eine Busverbindung. Finde ich persönlich sehr schade. Funktioniert für mich gar nicht. Dann haben wir das Einloggen ist im Prinzip ganz einfach. Man bekommt eine E-Mail. Da ist ein Link drin. Den Link drückt man drauf. Mache ich auch Fotos von, stelle ich dann nachher noch auf unsere Gruppe rein. Und wenn man auf den Link draufdrückt, steht dann Tür 1 bis 4.
drückt man drauf, geht die Tür 1 bis 4 auf. René war dabei, es ist einwandfrei zu machen. Die Nacht kostet 49 Euro, hört sich teuer an, will ich nicht bestreiten. Ich war am Anfang auch skeptisch, aber wenn ich sehe, was hier bewerkstelligt wurde, damit sich Kollegen sich hier über Nacht wohlfühlen, halte ich die 49 Euro persönlich für gerechtfertigt. Ist jetzt meine Meinung wiederum, andere werden anderer Meinung sein. Ich finde es okay, fertig. Was sagst du dazu? Du bist ja jetzt dazugestoßen heute pauschal, spontan. Ja, ganz spontan. Ja, positiv überrascht halt von diesem ganzen Ding. Und wie du auch schon sagtest, die Anbindungen sind scheiße hier. Entschuldigung, sind nicht so prickelnd hier. Danke. Und ja, wenn man so aus dem Fenster guckt, auf Container gucken, weiß ich, ist auch nicht so das Prickelnde. Wenn man das alles tut, ist es auch nicht so toll. Ja, und halt Kriminalitätsrate ist hier nicht so toll. Das ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hier wird zwischendurch doch viel entwendet. Aber das muss man dazu sagen, ist ja dann im Außenbereich, nicht direkt vor der Haustür hier. Ich sag, ganz klar raus. Habe ich ja gerade gesagt, im Außenbereich. Genau. Was hier nicht so toll ist, ist ganz einfach, was mich hier stört, der Parkplatz wird halt auch durch Fahrer aus anderen Ländern belegt. Die stellen unter der Woche ihre privaten PKWs hin, stehen hier 4 Stück die ganze Woche. Und am Wochenende kommen die Kollegen zurück freitags und stellen dann ihre LKWs in die Lücken, die von den PKWs blockiert wurden. Also ist das für die Leute, die dieses Hotel hier buchen, schon mal nicht so toll, weil die müssen LKWs auf die Straße stellen. Also von daher Minuspunkt für den Parkplatz, kann aber der Hotelbesitzer nichts für oder der Geschäftsführer nichts für. Das ist dann immer blöd. Von daher, dumme Sache, aber wie gesagt, das ist das Umfeld hier, leider Gottes. Und man muss schauen, also ich persönlich gebe dem Konzept, was dahinter steht, eine positive Bewertung, möchte das aber auch dann nochmal andere Standorte gucken, werde ich auch noch gucken, ohne Anmeldung. Aber ich kann da nichts Negatives finden an dem System hier. Sage ich so, wie es ist. Die Anmeldung ist einfach, das läuft für die Firma. Und die Firma schickt dann eine E-Mail zu dir aufs Handy und mit dem Link in der E-Mail kannst du dieses Zimmer ganz einfach öffnen. Punkt. Ohne Probleme, ohne Hektik, ohne Stress. Man kann mittags ab 15 Uhr sich einbuchen hier mit dem Link. Und man muss den nächsten Folgetag um 11 Uhr dieses Zimmer verlassen haben. Ist wie im Hotel das gleiche System. Weil danach kommt dann die Putzkolonne, macht sauber, wechselt die Wäsche, Bettwäsche, Handtücher und putzt hier durch. Damit das Rotelzimmer um 15 Uhr bezugsfertig ist. Ist ganz einfach. Ich habe auch jetzt mit Christian gesagt, dass wir da auch mal telefonieren, wir uns auch persönlich treffen, dass wir da genau sprechen können, wie wir das hier mal ein bisschen pushen können. Ich persönlich sage auch, man könnte auch mal einen Firmenchef hier einladen, dass sich die Chefs, wo die Fahrer für bezahlt, wo die Fahrer dann die Hotelzimmer buchen für, dass die Chefs sich dieses Zimmer selber mal anschauen. Kann ich nur jeden dazu einladen, sich da mal zu informieren und zu gucken. Es kostet nur eine Stunde Zeit und gut ist. Und wenn die Chefs sogar hier drin pennen wollen, ja, warum nicht? Wo ist das Problem? Also, hier fehlt es an nichts. Sag ich so, wie es ist. Wir haben jetzt auch die Busfahrpläne geschaut. Gibt es montags bis freitags alle Stunde, alle dreiviertel Stunde, glaube ich. Samstags fährt 3 Stunden lang ein Bus und dann ist hier Toto Hose. Also, das ist mal sehr bescheiden. Imbiss haben wir ja auch. Der ist leider am Wochenende geschlossen. Das Backhus leider auch. Unter der Woche kann man hier sehr gut essen. Habe ich auch probiert. Ist lecker, gar keine Frage. Und von daher, man muss halt schauen, was draus wird. Vielleicht tut sich ja hier noch was, dass die dann andere Öffnungszeiten bekommen oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber was war die Woche sonst noch? Ganz einfach. Ich persönlich habe festgestellt, ich war jetzt viel im Norden. Die ganze Woche eigentlich. Und habe dann auch festgestellt, dass es mittlerweile so ist, dass die Kundschaft, wenn die sehen, dass du mit dem LKW vorfährst, die freuen sich mittlerweile, wenn ein Fahrer kommt, der Servus, Mahlzeit, Moin zu ihnen sagt. Und der freut sich diesbezüglich, dass man auch mal Deutsch redet. Was ich persönlich erschreckend finde, ist, wie kann es sein, dass man sich freut, wenn ein deutscher Fahrer auftaucht? Ist das mittlerweile so weit verbreitet, dass es zu wenig deutsche Fahrer gibt, die mal vernünftig drauf sind und einmal freundlich grüßen?
Ich persönlich habe das dumme Gefühl, dass es scheinbar wirklich eine Tagesordnung ist, dass es leider Gottes immer weniger wird. Von daher, man muss es abwarten. Ich persönlich finde es sehr schade, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich vom Kunden begrüßt werde und eventuell sogar noch einen Kaffee angeboten bekomme bei der Verladung oder Be- oder Entladung. Wenn ich zum Beispiel klasse, kommt immer häufiger mittlerweile vor. Was hast du dazu? Du hast Ich sag, bestimmt irgendwas zu sagen dazu. ich, ja, habe ich was dazu zu sagen. Okay. Ich habe das am Freitag erst wieder selber live erlebt, beim Kunden gewesen, wo ich schon, keine Ahnung, ewige Jahre nicht mehr war. Servus und gib mal eben deinen Kaffee her, deinen Becher her, gibt erstmal Kaffee und eben Runde geschnackt, dran an eine Rampe, leer gemacht, Abfahrt und nochmal eben Kaffee mit drauf, ne? Und das hab ich also auch immer mehr. Momentan bei meinen Konten. Aber das siehst du, es gibt aber auch Sachen, wo ich sagen muss, es wird auch wieder positive Bewertungen hinbekommen. Es ist nicht mehr diese Hetzkampagnen, wie es mal war, lange Zeit, das sagst du selber. Richtig. Siehst du? Und darauf muss man auch mal einwirken. Was mich jetzt aber dabei etwas stört, ist, klar, wir haben das Problem, deutsche Fahrer sind Mangelware mittlerweile. Klar, wir haben auch das Problem, dass es immer schlimmer wird. Aber ich denke, man muss aber dann nicht alles negativ reden. Ich meine, ich bin selber kein Freund von irgendwelchen Fahrern, die ankommen und sich benehmen wie der letzte Karl Depp zu Deutsch, aber sie dann gleich in der Ecke stellen, du kannst kein Deutsch, dann sieh zu, wie du klarkommst, finde ich persönlich auch nicht fair. Aber leider Gottes ist es von Firmen mittlerweile wirklich so, dass sie wirklich deutsche Fahrer haben wollen, weil sie mit den Fahrern sprechen möchten, müssen, was sie wollen, wie sie es wollen und wo sie verladen wollen. Es ist nun mal so. Das wird sich auch nicht ändern. Also, ich sehe das ja auch immer wieder. Zwischendurch dann versuche ich den ausländischen Mitbürgern, Fahrern dann auch schon mal irgendwo zu helfen, dass die es halt verstehen, was man von ihnen will. Was aber auch nicht mal einfach ist. Ja, leider. Was aber dabei noch wirklich auch wiederum auffällt ist, ich sehe es jetzt hier im GVZ. Es sind hier öffentliche Toiletten. Ich war auch in den öffentlichen Toiletten drin. Ich muss leider zusagen, ich bin dann rückwärts wieder raus, weil unterstes Niveau, die Sprache, die dafür ausreichen würde, möchte ich jetzt in dem Video nicht wiedergeben, weil das würde dann etwas prollig aushören. Aber sie werden schon wieder versaut bis zum Anschlag, was ich persönlich sehr schade finde, weil da gibt sich jemand Mühe, stellt die Container auf mit Toiletten, wirklich sauber gepflegt und dann werden sie innerhalb von ein paar Wochen, Monaten versaut. Finde ich zum Kotzen. Entschuldige ich bitte die Aussage, aber was soll das? Man versucht die Leitung anzusägen, man versucht das Interieur rauszureißen, mit welcher Begründung? Und es ist nun mal leider Tatsache, dass es Sachbeschädigung ist, Eigentum anderer zu zerstören. Und dann stelle ich mir die Frage, wieso macht man sowas? Was soll das? Es ist für die Allgemeinheit. Und irgendwann müssen wir uns nicht wundern, wenn wieder alles eingemottet wird und zugeschlossen wird, weil es wieder Kollegen gibt, die alles Mögliche versauen. Falls sie es gebrauchen können. Wofür? Nehme ich es dann mit nach Hause oder was? Die nehmen es mit nach Hause und verkaufen es. Tolle Wurst. Kann ich auch drauf verzichten. Braucht kein Mensch sowas. Und ich lese jetzt gerade einen Kommentar, warum wir jetzt den Test gemacht haben mit dem Rotel. Ist ganz einfach, weil alle Tests, die vorher da waren, waren angemeldet. So, ich bin der Typ, ich melde mich nicht an. Also, alles easy. Damit will ich niemanden an die Karre fahren oder jemanden dumm dastehen lassen. Aber ich mache es halt auf meine Art. Und wenn es mir so gefällt, mache ich es auch so weiter. Ich stelle auch den Bericht rein, was ich geschrieben habe, mit den dazugehörigen Fotos. Von den Bushaltestellen, Buslinien, Kosten und so weiter stelle ich auch das noch in unsere Gruppe mit rein, damit es jeder schriftlich hat. Um dann direkt auch mal zu sagen, um diejenigen zu besänftigen, die meinen, ich greife sie jetzt persönlich an, was sehr Blödsinn ist. Was jetzt aber auch noch Phase ist, dass die Leute hier in der Umgebung, ich habe auch mit dem Impfzentrum gesprochen, was hier direkt nebenan ist, dass es selbst da soweit ist, dass dieser Container für das Impfzentrum mehrmals schon angefahren worden ist,
weil diese Kollegen, die hier stehen, einfach nicht aufpassen, wo sie hinfahren. Die fahren rückwärts in den Container rein, hauen da ein Riesenloch rein und hauen dann ab. Ist jetzt dreimal schon passiert. Finde ich ehrlich gesagt fragwürdig. Was steht da? Simone, warte mal kurz. Ja, gut, das ist wieder ein allgemeines Problem. Ist nicht nur an der R5 so, ist auch an der R3 so. Autohilfe kannst du vergessen, Simone. Das ist leider so. Aber da komme ich jetzt wieder auf den Punkt. Ich persönlich fände es gut, wenn diese Rotel-Container an den Autohilfen stehen würden. Weil es wäre eine Alternative. Das Fahrzeug wäre bewacht. Weil Autohilfe haben zu 90% ein System mit Schranken bzw. Zaun, wo keiner hinkommt. Ist hier nicht gegeben. Hier ist das Gelände komplett frei einzusehen, einbegehbar mit allen möglichen Schikanen. Es gibt hier keine Kameraüberwachung für den Parkplatz, keine Schrankensysteme, keine Zäune. Es gibt hier nichts. Also ist der Parkplatz vom Versicherungstechnischen her eine glatte 6. Da würde es sich anbieten, das Roadtail auf den Autohof in der Nähe eines Autohofs zu stellen, LKW am Autohof abstellen und dann ab ins Zimmer. Man kann am Autohof essen und man kann hier, könnte hier dann zum Beispiel schlafen im Hotel. Ganz einfach. Und da kann ich sagen, fände ich zum Beispiel sehr gut, wenn sich da einige Autohilfe anschließen würden und dieses System auf ihrem Gelände integrieren würden. Fände ich persönlich klasse. Wäre eine Idee. Oder wie sehe ich das? Ja, das ist eine gute Idee, würde ich auch so sehen. Na, wen haben wir hier oben? Heuer zum Beispiel. Oh ja. Fände ich eine mega Idee, wenn Heuer das übernehmen würde in das System mit rein. Besser wird es nicht gehen. Ich würde das genial finden. Wen haben wir noch? Elster, Rosis. Rosis, genau. Wäre auch noch eine Idee. Wie heißt die auch noch? Dr. Peppers? Oder Mrs. Pe nee, Miss Miss Pepper, das sind die Pepper. Das sind die Aral-Autohilfe, genau. Aral-Autohöfe, die. Könnte man auch noch mit in Betracht ziehen. Selbstverständlich. Würde ich wunderbar finden. Richtig. Wenn die das machen. Eben. Und ich meine, was ich jetzt auch vom Geschäftsführer von diesem Roadtail erfahren habe, ist, dass es auch mittlerweile eine Begehung gibt durch die WEDA. Finde ich persönlich sehr gut, weil die WEDA könnte da auch positiv einwirken, dass es auch mal weiter verbreitet wird oder auch andere Standorte gibt. Finde ich persönlich richtig klasse. Oh, Roman Gin Tonic, das ist jetzt eine berechtigte Frage. Container, wie viele Container wollt ihr denn aufstellen? Also ich persönlich weiß jetzt nichts, aber ich sag mal, ich hole mir die Info, schreib's dann gerne rein, aber je mehr Container, desto besser für alle, oder meint ihr nicht? Weil ich denke mal, es ist eine Möglichkeit, dass der Fahrer sich da nochmal am Wochenende ausruhen kann. Und da ist mir die Nationalität relativ egal, ob Deutscher oder was weiß ich nicht was. Ja, du kommst jetzt wieder auf die Autobahnparkplätze, Roman Gin Tonic. Vollkommen richtig. Aber ich habe hier einen Menschen oder eine Gruppe, die dieses Hotel gegründet haben. Und die machen sich Ideen. Die haben ein System und die haben was im Kopf und haben es umgesetzt. Ich finde es persönlich gut, wenn man das Ganze auch mal ein bisschen fördern würde. Oder? Stimmt. Hollies. Genau. Gerd, du hast es erfasst. Daniel haut direkt einen Daumen hoch. Siehst du? Ja, ist so. Hollies, das wäre auch Kinder. Oben in Sangerhausen. Klasse Position. Richtig klasse. Da warst du auch schon. Ja, an der 38. Ja, genau oben. Das wäre eine affengeile Ja, Position. natürlich. Und da könnte man richtig dann sagen, hey, passt. Doppelstockstellen mit Treppe nach oben. Passt. Ja Besser gut, geht da musst du das. gucken Geht's auch wegen gar nicht. Baugenehmigung wieder, weil die Ja, gut. Baugenehmigung in Deutschland wieder Klar, kompliziert. aber so als Anreiz. Ja, natürlich. 4 Stück hintereinander. Ja, Doppelstock. genau. Richtig, so ist es. Was ist hier? 4 übereinander sind 8. 16 Zimmer werden das in Aufschlag. Ja, das wäre für eine problemlose Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Und wie gesagt, ich fühle es okay. Ich finde es gut hier. Aber wir haben jetzt ja noch andere Themen, Ja, ne? wir kommen ja von dem Thema irgendwie nicht weg hier. Ja, genau, das ist das Ich merke Problem. das schon. Ja, haben wir wieder diese schönen Möglichkeiten. Es wird dann wieder gestänkert und gemeckert wegen B- und Entladung. So, da haben wir ja den besten Fahrer dafür. B- und Entladung. Container Trucking. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mit meiner B- und Entladung gar nichts zu tun. Ich mache noch nicht mal die Türen auf, geschweige denn breche ich das Siegel auf
Das hat bei mir alles der Kunde zu tun, weil ich in dem Falle nicht versichert bin. Fällt mir was auf den Kopf beim Tür aufmachen, sagt die Berufsgenossenschaft bei mir klipp und klar, du, hast du nichts zu tun. Aber dann stellt sich doch die Frage, warum klappt das bei Containern, warum klappt das nicht allgemein? Erklär's mir. Das kann ich dir nicht erklären, das weiß ich nicht, wieso das nicht funktioniert. Und genau da müssen wir hin. Und genau da müssen wir hin, dass wir dieses überall einsetzen. Ja. Weil jetzt im Frigo-Bereich bei mir, es ist ja zu 90% auch so, ich werde B- und Entladen. Außer bei den Zentrallägern, bei den großen Discountern, das kennen wir ja, die haben ja angeblich keine Leute, sitzen mit 7 Mann im Büro und naja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber auch das wird sich ändern. Oh Gerd, du bist böse. Das ist kein Blechbüchsenschubser. Das ist ein Scania-Mann. Ich schub's lieber meine Container durch die Weltgeschichte, als wie das ich noch einmal Tanker oder Kühler Hm. Du weißt gar nicht, was Gutes. Nee. Was jetzt aber auch noch interessant ist, ihr habt die Unfälle die Woche wieder gesehen. Ja. A1, A2, A3. Hm? A1... Donnerstagmorgen. Genau. Oder die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ja, genau, richtig. Bin ich morgens um 6:30 losgeeiert, da lag schon wieder der Erste im Graben. Frag mich nicht, wie er es geschafft hat, der Larufer Fahrerseite. Frag mich nicht, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht beantworten, aber da war schon der erste Stau. Dann haben wir den Unfall auf der A3. Unten in Bayern. Der hervorgerufen wurde durch einen unachtsamen Verkehrsteilnehmer, der den LKW mehr oder weniger geschnitten hat und der Kollege in seinem LKW verbrannt ist. Und das durch die Unfähigkeit und Unvorsichtigkeit anderer Verkehrsteilnehmer. Ich persönlich sage mittlerweile, Leute, ihr müsst nicht fahren wie die Berserker. Ich, selbst ich mittlerweile, und das betone ich jetzt, fahre mittlerweile auch nur noch 86, habe mein Abstandstempomat auf Stufe 3, das sind beim DAF 55 Meter. Ja. Und es funktioniert. Ich verliere am Tag maximal 5 Minuten, als wenn ich Vollgas fahre. Ich habe weniger Spritverbrauch, ich habe weniger Probleme, ich habe weniger Hektik und es ist einfach entspannteres Fahren. Wenn wir uns alle mal an die eigene Nase fassen und sagen, hey, ich bin jetzt mal defensiv und nicht aggressiv, hätten wir eine ganz andere Fahrweise. Und ich sehe es jeden Tag. Ihr alle seht es jeden Tag auf der Straße, was draußen abgeht. Und das muss aufhören. Weil die Unfälle werden ja nicht weniger. Es wird ja mittlerweile immer schlimmer. Du hast jeden Tag diese Hiobsbotschaften. Die Kommentare sind heute gemein. Ihr seid wieder richtig böse, ey. Ja, die mögen uns heute nicht. Daniel, das ist fies. Nein, aber es ist allgemein. Guckt euch doch mal draußen um. Es wird mittlerweile immer hektischer, immer schneller. Das Fahrverhalten wird immer bekloppter. Es wird immer aggressiver. Und zum Teil, sage ich jetzt klipp und klar, es wird ohne Hirn und Verstand gebrettert wie die Geistesirren. Und nein, es sind nicht nur die osteuropäischen Kollegen, es sind mittlerweile auch wieder die deutschen Kollegen, die Geschwindigkeiten an den Tag legen. Was soll ich jetzt noch sagen? Mann. Simone, das, was du sagst, ist schon richtig. Aber das Fahrverhalten in den Ländern ist auch ganz anders wie hier. Da gibt es diese aggressive Fahrweise nicht. Ich wollte gerade sagen, Tschechei ist geil. Ist ein schönes Fahren. Ja gut, wann war ich letztes Mal in der Tschechei? Das ist jetzt schon Jahre her. Das ist gut und entspannt. Ich war schon, wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr drüben, keine Ahnung. Habt ihr denn jetzt noch irgendwelche Fragen zu diesem Zimmer, zu dem Rotel-System? Weil ansonsten hätte ich nämlich gesagt, ist für heute fast schon wieder Sendepause. Hast du noch irgendwelche Themen, was die Woche extrem für dich war? Bei mir war nichts Extremes. Ach ja. Er war auf der Schulung heute, er macht ADR-Schulung. Er sieht richtig tiefenentspannt aus.
Ich habe nur Zeit, da auszuschlafen. Ne? Ja, aber jetzt komme ich gerade mal auf das Thema und das ist jetzt mein Ernst. Was würdest du jetzt zum Beispiel an diesen Schulungen ändern, weil, wie war es jetzt für dich? Was würdest du ändern? Ist jetzt eine spontane Idee, nicht böse sein. Also ADHR-Schulung ist ein trockener Stoff, da kannst du eigentlich nicht viel dran ändern. Weil du kannst da auch nichts Praktisches mit einbringen. Ich meine, wenn du einen Dozenten hast, der einfach nur seinen Stoff darunter erzählt und dich irgendwie nicht als Fahrer mal zu Wort kommen lässt, wegen Fragen etc. pp., geht auch nicht. Und ich muss sagen, der Dozent, den ich jetzt hatte heute, den ich jetzt so die nächsten anderthalb Tage nochmal habe, der macht auch ein paar Späße mit. Das ist selten. Und das hast du auch recht selten. Und das ist ja das, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich hasse die Kamera. Nee, aber vom Prinzip her finde ich jetzt sehr schön den Einwand, Christian Thiel. Die Unfälle waren früher auch da. Ja, Christian, aber es wurde nicht so in den Medien aufgepeitscht und diese ganzen Facebook-Gruppen, wo es immer reingejagt wird und diese Diskutiererei. War früher nicht so. Und es wird ja mittlerweile mehr gepostet wie alles andere. Es gibt ja mittlerweile diese Gruppen Unfälle und Katastrophen und wie die ganzen Facebook-Gruppen alle heißen. Ja. Ey, was soll das? Warum? Ich verstehe es nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass man da irgendwo Prävention betreibt. Da werden die schlimmsten Bilder gezeigt. Und das hat nichts mit Prävention oder Vorsichtsmaßen zu tun. Absolut nicht. Von daher eher fragwürdig. Ich lasse solche Sachen auf unserer Seite nicht zu. Das haben wir in unserer Gruppe abgestimmt mit allen Mitgliedern. Dementsprechend halten wir uns auch dran. Es wird auch nie Unfallbilder geben. Und was man da auch erschreckenderweise sagen muss, es gab ja letztes Jahr einen Unfall auf der A2, wo ja im Prinzip der Fahrer als Täter hingestellt wurde und nachweislich bewiesen wurde, dass er gar kein Täter war, sondern Opfer durch falsche Aussagen, Verdächtigungen und Protokolle. Sollte man sich vielleicht auch darüber Gedanken machen. Weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Andere Marke, gleiche Arbeit. Egal welcher Fahrer von uns. Wir machen alle denselben Job. Ob Nahverkehr, Fernverkehr, international, wie auch immer. Es muss doch möglich sein, dass wir wenigstens unsere Truppe so weit zusammenhalten, dass es ein Miteinander gibt, ohne Hass, Eskapaden oder sonstiges. So, nun wünsche ich euch allen einen angenehmen Abend. Lasst es euch gut gehen. Wir gehen jetzt nochmal eine rauchen, was trinken gemütlich. Euch einen schönen Abend. Und man sieht sich irgendwann irgendwo. Wie gesagt, die Sendung war jetzt mal nicht so spontan geplant, wie du gern hättest, oder? Es gab nämlich keine Vorgaben. Ich habe einfach ins kalte Wasser geworfen. Und ich bin richtig fieser Kerl und ich finde es geil. Ja, Paul Jakobi, das ist so. So, wie gesagt, auch von mir, schönes Wochenende, lasst euch gut gehen. Und den Bericht zu den Roadtail und die Fotos dazu werde ich noch reinstellen in unsere Seite. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.